Nach Hitler eine Bilanz. Hitlers Helfer. Hitlers Krieger. Hitlers Kinder. Jetzt endlich eine weitere Hochglanzdokumentation von Guido Knopp. Hitlers Handlanger, Folge 1, Friseure. Die Haare, Ausdruck einer Geisteshaltung. Der Führer, er wusste um die Macht der Frisuren. Doch anfangs hatte er noch nicht zu seinem Stil gefunden, die Nackenlinie fast beliebig rasiert. Ja, das war mal vor der Feldherrnhalle, 23. Da kam Hitler zu uns und sagte, ich brauche mehr Charakter, mehr Ecken und Kanten im Gesicht. Ja, und da kamen wir auf den Bart. Waschen, schneiden, legen für den Endsieg. Fassonschnitt mit akkuratem Seitenscheitel. So geriet das Volk in seinem Bann. Der richtige Braunton bleibt Geheimnis des Friseurs. Dann 41, Triumphzug durch Berlin. Für den Führer kein ungetrübter Sieg. Der Leibfriseur hatte sich nur wenige Stunden zuvor verschnitten. Hitler, der Herrscher über Europa, mit Mütze. Die Kante war drin. Hitler hat getobt. Wir sahen uns alle schon im Gestapo-Keller. Die Invasion der Alliierten, 44 in der Normandie, kein Zufall. Stalingrad, ein Jahr zuvor, hatte die Haarspitzen des Führers lange gespalten. Ganz stumpf und ohne Glanz. Wir wussten gar nicht mehr, was wir machen sollten. Die hatten noch überlegt, dem Hitler Koteletten stehen zu lassen. Sollte seine Wunderwaffe werden. Aber den Haaren fehlte schon die Kraft. Schlaff hängen die Haare des Diktators. Wochenlang geht er nicht mehr zum Friseur. Nach 12 Jahren ist der Tyrann nicht wiederzuerkennen. Das Ende naht. Hitlers Handlanger. Guido Knopps Meisterwerk jetzt auch als Buch, CD und Haarpflegeset im Handel erhältlich.